Ihr verlasst alle eure Fahrzeuge, ihr sammelt euch, ihr holt Franklin aus dem Wagen heraus und er ist für einen Moment irritiert. Er blickt sich um, ihr könnt merken, wie er versucht, die Szenerie in sich aufzunehmen, die schwachen Lichter, den Industrielärm der Anlagen, selbst spät am Tage noch. Am späten Nachmittag sind hier überall noch die Maschinen am Laufen. Der Himmel ist ziemlich verhangen. Es regnet jetzt ziemlich heftig. Der Wind ist ziemlich heftig. Es ist ungewöhnlich dunkel dafür, dass es erst kurz nach 5 ist. Aber der Wetter und das Wetter, der Regen, der Sturm und die pausenlos Asche ausspeienden Schlote rund um euch herum sorgen dafür, dass alles deutlich gedämpfter und dunkler ist, als es um die Uhrzeit normalerweise sein sollte. Franklin steigt aus und in dem Moment, wo er das Schiff so richtig wahrnimmt, richtig aufnimmt, könnt ihr sehen, wie sein selbstsicheres Grinsen seit der Situation mit dem Wandschrank aufgesetzt hatte, plötzlich von ihm abblättert und einem seltsamen Ausdruck des Wiedererkennens weicht. Zeigt er Angst? Ich bin schon mal hier gewesen. Wann bin ich schon mal hier gewesen? Er zeigt keine Angst, er scheint eher verwundert. Wirklich verwundert. Nein, 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 das kann nicht sein. Ich habe hier nie gearbeitet. Ich habe hier nie gearbeitet. Was ist das für ein Schiff? Doch, doch, Franklin, Sie haben hier gearbeitet, zusammen mit Ihrem Kollegen Colin Thomas. Colin Thomas? Das Schiff. Sagt Ihnen der Name etwas? Ausgeschlachtet. Wir haben das Schiff ausgeschlachtet. Ja. Ich bin schon mal hier gewesen. Ich bin schon mal hier gewesen. Ja, das ist doch gut. Vielleicht können Sie uns ein bisschen im Inneren des Schiffes herumführen und uns zeigen, was Sie und Colin genau gemacht haben. Was hoffen Sie denn? Was hoffen Sie denn da drin zu finden? Und erzählen Sie mir nicht, dass Sie was über Ingenieurstätigkeiten wissen wollen. Sie wissen doch, Franklin, wir möchten Ihrem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Sie wollen mich in die Pfanne hauen. Nein, Franklin, Sie müssen mit uns kooperieren. Das habe ich Ihnen doch schon erklärt. Ich muss einen Scheiß. Ich will zurück in meine verdammte Zelle. Ich will nicht auf diesen widerlichen Kahn gehen. Sie kommen schon wieder in Ihre Zelle zurück, aber für heute müssen Sie mitarbeiten. Was wollen Sie? Was wollen Sie? Warum fragen Sie nicht den da? Er zeigt auf Aiden. Warum fragen Sie nicht den da? Der hat da drin einen Kopf erschossen, nicht ich. Ach, daran erinnern Sie sich? Das, was? Nein, das. Das habe ich gehört. Das habe ich irgendwo gehört. Er hat es doch vorhin selbst gesagt. Franklin, es ist alles in Ordnung. Sie können uns die Wahrheit sagen. Ich und Colin. Colin Thomas. Wir haben das Schiff ausgeschlachtet. Das ist alles. Wir sollten jetzt gehen. Ich wusste, dass du lügst, du Arsch. Du hast es doch gerade zugegeben, dass du meinen Kollegen hier erschossen hast. Du hast deinen Partner umgebracht. Ach, leck mich und ich schubse ihn wieder, diesmal so, dass er hinfällt. Mr. Kostroff, ich bitte Sie. Sehen Sie das, Doktor? Wie Sie übereinander herfallen? Wie Sie mich angehen? Ich habe nichts getan. Er zeigt auf Jenna. Er ist der Kindsmörder. Und er! Er hat Blut an seinen Händen. Er zeigt auf Joshua Katz. Lassen Sie mich Ihnen aufhelfen.
Und lassen Sie, und Sie, uns, Sie, lassen Sie uns das Schiff ansehen. Sie helfen gar niemandem. Sie helfen gar niemandem. Sie spielen mit den Menschen. Sie nutzen ihre Schwächen aus. Und dann, wenn Sie sie nicht mehr brauchen, dann werfen Sie sie weg wie Spielzeug, weil es Sie amüsiert. Geben Sie es zu, es amüsiert Sie. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Haben Sie das Gefühl, dass ich Sie wegschmeiße, Franklin? Ja, ja, das habe ich. Wenn wir auf dieses Schiff gehen, dann werde ich nicht zurückkommen. Ich weiß das ganz genau. Sie wollen mich entsorgen. Darum sind wir hier, nicht wahr? Wo würden Sie denn einen Menschen entsorgen? Nehmen wir mal an, Sie möchten eine Leiche von einem Neunjährigen loswerden. Wo würden Sie ihn loswerden wollen? Ich habe kein Interesse daran, Neunjährige loszuwerden. Er wendet sich an Kunal, greift ihn bei beiden Händen. Hören Sie mir zu, junger Mann. Das ist alles eine große, große Verschwörung. Das ist alles eine Lüge. Ich habe nichts getan. Sie müssen das der Presse erzählen. Die wollen mich umbringen. Die wollen mir das anhängen. Ich weiß nichts von Presse. Ja, es gibt viele Verschwörungen, Mr. Mills. Das sind ehrenwerte Leute. Reden Sie doch keinen Scheiß, Junge. Sie kennen doch die Wahrheit. Sie kennen doch die Wahrheit. Wir arbeiten doch nur, weil... Mr. Mills, es gibt viele Wahrheiten, glaube ich. Es gibt so viele Wahrheiten, Mr. Mills. Minaj, verdammt, lassen Sie sich doch nicht manipulieren. Mr. Katz. Sie alle, Sie werden hier nicht die Wahrheit suchen. Sie werden hier nicht die Wahrheit finden, die Sie suchen. Sie werden nur die Wahrheit finden, vor denen Sie alle die Augen verschließen. Gut, Franklin, auch das wäre ein sehr lohnenswertes Ergebnis für uns. Aber wir müssen da jetzt rein mit Ihnen. Es hilft nichts. Wir suchen ja auch nicht die Wahrheit, sondern William Belford. Bedford. Also komm jetzt. Ich kann Ihnen doch nicht weiterhelfen. Das habe ich Ihnen doch im Haus schon gesagt. Ich kenne keinen William Bedford. Nein, nicht. Der kleine Junge, dessen Eltern du abgeschlachtet hast, dessen Babysitter du abgeschlachtet hast, dessen Spielfreundin du im Strang erdrosselt hast. Ich kenne keinen Bedford. Ich habe niemanden umgebracht. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Und ich sage, du weißt ganz genau, wovon ich rede. Da ist etwas. Auf diesem Schiff. Da ist etwas Böses auf diesem Schiff. Lassen Sie mich jetzt gehen. Ich will zurück ins Gefängnis. Wenn wir da reingehen, dann werde ich nicht zurückkommen. Und Sie auch nicht. Wir haben jetzt keine Zeit für so einen Kaffeeklatsch und ich schieb ihm die Gangway hoch. Dankeschön. Du schiebst ihn auf die klappernde, vom schweren, kalten Regen eisig glatte Gangway und schiebst ihn über die Reling und ihr geht auf das Schiff. Es ist die Reling, die aufs Schiff führt. Ihr müsst einmal die Länge des Schiffsrumpfs quasi entlang gehen bis zum Führerhaus und dort die Treppe runter. Da hat Detective Glover sein Ende gefunden und am Ende der Treppe geht's auch zum Maschinenraum. An der Stelle würde ich erstmal kurz innehalten und in meinen Taschen nach meinem kleinen Plastikbehälter suchen. Du nimmst deinen Behälter raus, setzt ihn an, nimmst nochmal einen tiefen Schluck und musst zu deinem Bedauern und Erschrecken feststellen, dass er leer ist. Er ist leer. Ja, frustriert werfe ich ihn überbord. Und fluch irgendwie so eine Scheiße. Jetzt musst du den ganzen Kram ja nüchtern ertragen. Als der Flachmann platschend ins Wasser fällt,
siehst du plötzlich deinen Partner direkt an deiner Seite. Er gestikuliert, hat die Waffe gezogen, nimmt sie in Anschlag und zeigt auf das andere Ende des Schiffs, aufs Heck. Dort, wo die Aufbauten sind, dort, wo es hinuntergeht. Dann ziehe ich meine Waffe und gucke in die gleiche Richtung wie Clark. Ja, da liegt das Schiff vor dir, die ganze Länge. Es ist eine kleine Gangway, die am Rumpf des Schiffes entlang führt und der mittlere Teil sind alles große, die Decken von den Öltanks, die da unten drunter waren. Clark, was siehst du? Clark! Er verschwindet zwischen zwei von den Tanks, die Waffe im Anschlag, und hat dem den Gesten zu verstehen gegeben, dass er rechts rumgeht und du sollst links rumgehen. Ja, ich würde loslaufen. Das hört ihr übrigens alle, dass er Clark ruft, die Waffe gezogen hat, das seht ihr, und in Richtung Heck sich auf den Weg macht. Kostrov, sie bleiben auf alle Fälle bei Mills. Minage, sie folgen ihm los. Laufen sie! Ich lauf. Kostrov, passen Sie auf, dass Mills nicht abhaut. Ein seltsamer Klang durchbricht diese gespannte Geräuschkulisse aus Maschinenlärm, Regen und Wind und den Dingen, die Jenna ruft, während er mit der Waffe im Anschlag vorangeht. Es ist dein Klingelton, Dr. DeHamray. Es ist schon wieder dein Handy. Verdammt nochmal, was zur Hölle ist hier los? Ich drehe mich ein wenig von den anderen weg und schaue auf mein Handy-Display. Da steht Dermond. Ein Anruf. Das kann doch nicht wahr sein. Nicht jetzt, nein, das kann nicht sein. Ich lehne den Anruf ab. Du drückst ihn weg, läufst den anderen hinterher. Keine 5 Schritte später klingelt es schon wieder. Ist es wieder Dermond? Ja. Ich gehe ein paar Schritte zurück, während alle anderen vorlaufen. Ich nehme den Anruf an und rufe in den schreienden Hörer. Verdammt nochmal, was spielen Sie hier? Wir sind gleich da, Doc. Wir müssen sprechen. Was? Wer war das? Dann legt er wieder auf. Du hast nur noch das Beep, 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 Beep einer leeren Leitung. Können wir uns bitte alle zusammenreißen? Eine Stunde. Ich bitte um eine Stunde Geduld. Danach landet er wieder in der Zelle und wir gehen alle unsere Wege und Sie können Ihr Buch schreiben. Ich bitte Sie, eine Stunde werden Sie doch wohl bitte Ihr Handy jetzt weglegen können. Dabei greife ich selbst nochmal an meins und würde ganz gerne mal gucken, ob es was Neues gibt. Nein. Ich habe viele Patienten, Doktor. Mr. Katz, es hätte ein Notfall sein können. Bitte entschuldigen Sie mich. Irgendjemand folgen wir Jenna. Muss sich verwählt haben. Folgen wir Jenna und versuchen Sie ihn zu beruhigen. Er hat seine Waffe gezogen. Und er redet mit seinem ehemaligen Partner. Das ist jetzt Ihre Aufgabe. Das ist Ihr Fall. Das ist der Notfall. Jenna, ist er nicht evaluiert worden? Was ist denn hier los, verdammt nochmal? Ja, sprinten wir so gut es geht mit Mills hinterher und dann versuchen wir sowohl Jenna als auch Minage einzuholen. Während ihr in Richtung des Hecks sprintet, spätestens Aiden mit Franklin Mills kann nur in Trippelschritten vorwärts gehen. Außer ihr wollt natürlich seine Fesseln lösen. Caleb, dein Blick wandert beunruhigt über das Dock, wo ihr aufs Boot gestiegen seid, und plötzlich siehst du im Halblicht der Maschinenhallen 4 lange Schatten, die sich über das Dock in der Richtung des Schiffs wie schwarze Finger ausbreiten.
Dann fallen die Schatten zurück auf vier Gestalten, die sich einen Halbkreis ziehend und von Deckung zu Deckung huschend dem Schiff nähern. Sehe ich das Clark noch? Nee. Er muss auf der anderen Seite des Schiffes sein. Wie er es angezeigt hat. Mit den Gesten. Okay, ich würde mit der Waffe im Anschlag und so leicht in den Knien nach vorne gehen und jede Ecke absichern und auch ab und zu mal nach hinten gucken. Wahrscheinlich wird hier irgendwann Minage, zumindest werde ich ihn hören, wenn er da auf dem Metallboden angelaufen kommt. Ja, da kommt, da kommen ja fünf Personen hinter dir anmarschiert und der Jähgedanke reißt dich in die Realität zurück, dass du plötzlich am Kopf der Metalltreppe stehst, die da in die Tiefe des Schiffs führt, in diese schwarze Tiefe und Clark nicht an deiner Seite ist. Aber er war an deiner Seite, bevor ihr da runtergegangen seid. Er ist vorangegangen. Ja, mit der Waffe in Anschlag gehe ich die Treppe runter. Kunal. Ja. Ich bin knapp hinter Jenna und sehe jetzt, wie er da im Dunkel verschwindet. Ich schaue mich um, ich sehe die anderen nicht, beziehungsweise oder ich sehe sie weit hinter mir. Ich fange an, meine Hände zu kneten. Also ich drücke mit der einen Hand fest die andere Hand. Ich fange an, mir weh zu tun. Ich kriege Angst. Und dann nähere ich mich trotzdem diesem Dunkel. Dieses Dunkel erinnert mich an die Wanne von vor ein paar Stunden. Und ich habe wieder das Gefühl, dass es mich da runterzieht. Und dann gebe ich dem nach und gehe langsam die Treppen runter. Felix, hast du eine Taschenlampe? Ich gucke. Du hast dein Smartphone mit Kamera wahrscheinlich. Mit Taschenlampe. Ja. Also wenn ich nicht so eine kleine, handgroße Lampe habe, die man so unter die Pistole halten könnte, würde ich die echt uncoole Variante des Smartphones wählen, ja. Liegt wahrscheinlich zwischen zwei Flachmännern in deinem Handschuhfach. Ja, okay. Das Smartphone tut's auch. Gut, ihr geht zuerst die blitzblanke, eisglatte Stahltreppe hinunter in die Dunkelheit. Dann kurz darauf kommen die anderen oben am Kopf der Treppe an. Aiden, der Franklin Mills führt, der anfängt zu zetern und versucht sich zu wehren und dir das Laufen auf diesem immer noch im Wasser liegenden Sturmwind etwas schwankenden Schiff mit dieser spiegelglatten Oberfläche echt schwierig macht. Und Joshua und Caleb. Caleb würde sich mit einer Hand die Stirn massieren und zu sich selbst murmeln. Verdammt, Caleb, reiß dich zusammen. Es steht zu viel auf dem Spiel heute. Ja, Kostschoff. Start in die Tiefe, der auf ihn zukommt und spürt selbst ein sehr ungutes Gefühl im Magen. Er will da eigentlich nicht runter. Er sieht immer wieder in Szenen und Flashbacks Ausschnitte von den Bildern, die er selber in den Phasen in seinen hellen Phasen, als er bei Bewusstsein war, das hat er immer wieder verloren in dieser Nacht. Sieht er sie wieder und dann steigt auch der Geruch und die Geräusche, das kommt immer wieder in ihm auf. Der Mills vor seinen Augen im Zustand völliger Ekstase, die Janice Bedford auf brutalste Weise auseinanderreißt. Und, ja, als der dann vor sich gehende Mann anfängt zu bocken, reißt er sich am Riemen und packt ihn deutlich härter an, als er müsste. Und stößt ihn so vor sich her, halb um seine eigene Angst zu überwinden, halb aus Wut, und knurrt ihn nur an.
Geh weiter, Arschloch. Aiden, keep it together. Dr. De Hamrey, du bitte auch. Du wirfst immer wieder einen Blick zurück. Die Silhouetten sind verschwunden. Du kannst sie nicht wiedersehen. Es kann auch nicht sein. Das macht gar keinen Sinn. Das waren irgendwelche Dockarbeiter wahrscheinlich. Du denkst dir Scheiß drauf und schließt nach vorne auf. Aiden, zieh dir bitte nochmal einen Punkt Stabilität ab. Also, Aiden, als wären die beieinander aufschließen und du Franklin Mills in Richtung der Tür, der Treppe stößt, schaut er sich immer wieder panisch in deine Richtung um. Sie erinnern sich an was? Ich kann es spüren. Sie erinnern sich an das, was da unten passiert ist. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie dürfen da nicht mit mir runter. Es ist zu gefährlich. Die Treppe. Ich kann die Treppe nicht runtergehen. Zu steil. Zu glatt. Sie müssen meine Fußfesseln lösen. Seien Sie doch kein Unmensch, Officer. Hey, du lachst so halb wahnsinnig schon fast. Oh Mensch, wenn die Treppe nicht gehen kannst, dann schmeiß ich dich runter und wir kratzen die Reste unten von dir wieder auf und zerren dich da rein. Wir kriegen dich da rein. Oh Mensch. Du stößt ihn ein bisschen die Treppe hinunter. Tatsächlich sind die Fußfesseln zu eng, als dass er von einer rutschigen Stufe auf die nächste treten könnte. Und jetzt sehr schnell das Gleichgewicht. Du versuchst ihn auch mit deinem ganzen... Oder versuchst du überhaupt, ihn festzuhalten? Oder lässt ihn einfach gehen? Wie hoch ist das denn? Also wie hoch ist es bis zum nächsten Treppenabsatz? Tja, wenn du das so genau wüsstest, aber du warst ja nicht bei Bewusstsein, als du da schon mal runtergegangen bist. Er versucht, ihn am Schlawittchen zu packen und sich selbst am Geländer festzuhalten, dass er nicht ganz den Abgang macht. Aber er merkt, gut, ich laufe hier Gefahr, selbst gleich mit runter zu segeln, dann endet seine Hilfsbereitschaft auch schon wieder. Würfel bitte auf Avoid Damage. Okay, du merkst, dass er rutscht, du versuchst ihn zu packen, umschlingst ihn mit beiden Armen, spürst, dass du aber selber das Gleichgewicht verlieren würdest, wenn du ihn festhalten würdest, lässt ihn stattdessen fallen und greifst lieber zum Gelände. Er rollt einen Treppenabsatz hinunter, etwa 10 Stufen, knallt mit dem Kopf gegen die Wand. Du kannst es schmatzend spratzen hören und bleibt dann auf halbem Weg liegen. Kunal und Felix, ihr hört über euch, wie jemand die Treppe runtergesegelt kommt. Kostroff, Melz! Melz! Was ist da los über uns? Was ist da los? Die Henry, Sie sind Doktor, tun Sie was! Sie sind Doktor, tun Sie was! Retten Sie Milz, Mann! Was ist passiert? Haben Sie es nicht gesehen? Er ist abgerutscht! Runter die Treppe mit Ihnen! Verdammt, Kostroff, was... Sie müssen Milz retten! Ich stürme die Treppe runter. Er ist mir weggerutscht. Kann nichts machen. Einige Stufen weiter unten, Caleb, liegt Mills auf dem Stahl der Treppe, dieser Wendeltreppe, auf einem Zwischendeck. Das scheint sich an mehreren Stellen blutig geschlagen zu haben. Unter anderem hat er eine fette Platzwunde am Kopf, aus der das Blut raustrieft. Er ist jetzt ziemlich benommen. Als du runterkommst zu ihm, Kerle, packt er dich am Arm, zieht dich zu sich her und flüstert dir ins Ohr. Ziehen Sie sich zurück, Doktor, solange Sie noch können. Ich rufe nach oben, ob jemand Verbandszeug hat. Das habt ihr nicht. Bekomme ich das in meinem Wahn mit?
Ich würde sagen, der Lärm auf der Treppe ist genug, um dich einigermaßen aus dem Keep it together. Lassen wir die Würfel entscheiden. Du hast wieder das Gefühl, dass Clark an deiner Seite ist. Du weißt, was er auf dich zählt, aber du weißt auch, dass da oben was passiert sein muss, dass die Leute, die gerade auf dich, also andere Leute, die gerade auf dich zählen, da oben aufgehalten worden sind, eine Komplikation, irgendetwas ist passiert und du stehst da auf der Treppe und du siehst Clark unter dir und du hörst die Leute über dir und beide geben dir das Gefühl, du musst jetzt an der einen Stelle präsent sein und das wird bedeuten, dass du an der anderen Stelle versagst. Ich stehe da total unentschlossen und irgendwie bricht das restliche bisschen heile Welt, in dem ich lebe, auch gerade anscheinend über mir zusammen. Ruf mir aber ins Gewissen, dass wir hier sind, um einen kleinen Jungen zu finden und dass ich und kämpfe gegen den Drang an, Clark noch einmal zu verlieren. Und drehe um. Aus den Augenwinkeln siehst du noch, wie dein Partner enttäuscht zu dir hinaufblickt, dann mit den Schultern zuckt und den nächsten Treppenabsatz nimmt. Du verlierst einen Punkt Stabilität. Schließt zum Rest der Gruppe wieder auf. Ja, unterwegs sammelt er dann Kunal ein. Ich komme dann ja an zu Kunal und dann sehe ich wahrscheinlich auch schon, wie Dr. Dehammerer über Milz hängt und was ist hier passiert? Hast du deine Waffe noch in der Hand? Ja. Jenna, weg mit der Waffe, Mann! Hören Sie auf, Geister zu sehen! Wegen Ihrer Scheiße sitzen wir hier unten! Wie soll ich ihn denn in einer Stunde wieder abliefern, Mann? Weg mit der Scheißwaffe! Haben Sie das nicht gesehen? Es gab nichts zu sehen, Mann! Ich brauche etwas, um die Blutung zu stillen. Ja, ich würde dann... Jenna, jetzt tun Sie was! Ihr könnt sehen, dass Franklin Mills eine Arm in einem etwas seltsamen Winkel abgeknickt ist, der linke Arm. Offensichtlich, weil er versucht hat, sich irgendwie abzufedern bei seinem Sturz, aber aufgrund der Handfesseln das nicht konnte, voll draufgeknallt ist und sich wahrscheinlich den Arm mit einem Splitterbruch verletzt hat. Ja, ich werde dann erstmal meine Krawatte abmachen und dann auch mal in Richtung von Jenna und seiner locker gebundenen Krawatte deuten. Machen Sie die ab, wir müssen irgendwie das versuchen zu richten. Vielleicht mit irgendwie so einer lockeren Stahlstrebe oder so, und dann können wir unsere Krawatten zusammenbinden und ihm dann den Arm schienen. Ja, trotz allem bin ich Polizist und in mir ist das Helfergehen. Ich löse meine Krawatte und reiche sie Jammerer. Katz. Und suche mich mal, ob es irgendwie einen losen, ja, so einen Stahlstab oder Eisenstab oder irgendwie sowas gibt oder Werkzeug oder so. Okay, Katz und Jenna, würfelt bitte mal auf Act Under Pressure. Coolness. In dem Fall ist das dann eine Probe, um Dr. Dehabri zu unterstützen. Joshua, du gibst viele Befehle, aber du hast eigentlich keinen Plan, was genau du da gerade tust. Du sammelst Krawatten ein, obwohl es keinen wirklichen Grund dafür gibt. Ich versuche dann nochmal mein Herrentüchlein aus dem Anorak rauszuziehen, aus der Tasche, und reiche ihm dann dieses ganz kleine, naja, es ist nicht mal Taschentuch groß. Das können Sie nehmen, binden Sie da, wo das Blut rauskommt, legen Sie das drauf auf die Wunde und dann versuchen Sie damit irgendwie sowas wie einen Druckverband und dann... Nein, Sie müssen die Krawatte andersrum binden. Ah, Sie machen das falsch.